Jetzt erleben Sie, wie mein Bühnenkamerad mein Instrument nachstimmt. Ich könnte es natürlich selber machen, aber er möchte es gerne, möchte sich ein bisschen was zuverdienen. Ja, im Musikgeschäft wird leider sehr schlecht gezahlt und ich bilde da keine Ausnahme. Ich mache das aber total dezent, da müssen Sie genau hinschauen, sonst kriegen Sie es gleich gar nicht mit. Wenn er mir das Ding zurückgibt, dann lasse ich ganz unauffällig eine kleine Münze in seine Hand gleiten. Wie gesagt, das bloße Auge kann dem Vorgang fast nicht folgen. Jetzt ist es gleich soweit, jetzt kommt das noch rein. Pling, ne? Jetzt. Hm. Dankeschön. Warte! Da. Eine sehr kleine Münze. Mein Lieber, der Volksmund sagt, wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Außerdem kannst du nach wie vor bei allen Landesbanken altes deutsches Geld umtauschen. Aber kein Ostgeld. Nicht? Dann hast du gerade eine Münzsammlung begonnen. Hab noch mehr davon. Ja, ich mochte ja von Beginn der Ökologiebewegung an immer diese Umweltlieder mit ihrer naiven Kraft oder kraftvollen Naivität, wie Sie wollen. Erinnern Sie sich noch, 1982 war das wohl die Kölner Gruppe Gänsehaut mit Karl der Käfer. Ja. Karl der Käfer wurde nicht gefragt. Man hat ihn einfach fortgejagt. Sing doch mal das Lied von der Alexandra, was ich so kenne. Mein Freund, der Baum ist tot, er fiel im frühen Morgen rot. Die Stelle finde ich toll. Er fiel im frühen Morgen rot. Diese Mehrdeutigkeit oder Ambiguität oder Polysemie, wenn Sie es lieber griechisch haben. Des Wortes fallen, einerseits in der Bedeutung von stürzen, andererseits von auf dem Schlachtfeld sterben. Das finde ich großartig. Du auch? Mhm. Meinst du, du könntest dir unter Umständen ein bisschen mehr Enthusiasmus abpressen? Wir machen es nochmal. Die Stelle finde ich toll. Er fiel im frühen Morgenrot, diese Mehrdeutigkeit oder Ambiguität oder Polysemie. Das Wort ist fallen, einerseits in Bedeutung von stürzen, andererseits auf dem Schlachtfeld sterben. Das finde ich großartig. Du auch? Ah ja, sicher! Ja! Ja, guck! Ja. Ist auch viel natürlicher. Sie brauchen nicht zu klatschen. Bewerfen Sie ihn lieber mit Ostgeld. Er sammelt. Hier ist ein brandneues Umweltlied, das das Abschlachten der deutschen Birke geißelt. Erst als es fertig war, fiel mir ein. Bin doch Birkenpollenallergiker. Könnte doch froh sein, wenn die Scheißdinger alle platt gemacht werden. Aber gut, nun ist das Lied fertig, hat viel Arbeit gemacht, jetzt wird's auch gesungen. Erinnern Sie sich noch an Birkin von Dr. Dralle? Die Firma gab's 1910 schon. Birkin gibt es heute noch. Dr. Dralle nicht mehr. Birkin wurde übernommen von der Firma Garnier, die dieses Lied auch sponsert. Sie können die Produkte der Firma Garnier. Auch draußen an unserem kleinen Verkaufsstand erwerben, wo ich ja nach der Veranstaltung hinkomme, um auf Wunsch Autogramme zu schreiben. Gerne auch auf die Flaschen der Firma Garnier. Das mache ich doch sehr Garnier. Hier ist das Birkenlied. Englisch, The Birkenlied. Französisch? Les chansons du boulot. Klugscheiße.
gestand, ist es jetzt leer. Ein großer internationaler Birkensaft-Haarwaschmittelhersteller kam daher. Nur noch ein Loch, wo mal eine Birke war. Ich schmier mir die Birke jetzt ins Haar. Sie können sich auch so im Takt wiegen. Daneben und jetzt auch nicht mehr zu sehen, stand eine zweite Birke mindestens so schön. Sie ist verschwunden, liegt jetzt dir oder mir oder sonst jemandem als Klopapier. Sie haben sich überhaupt nicht gewogen. Daneben ist ein drittes Plätzchen frei. Sie sollen sich wiegen! Es stand bis gestern Birke Nummer drei. Sie war die schönste, so schlank und doch so stark. Vielleicht macht man aus ihr grad einen Sarg. Wunderbar!